Hallo, ihr Motorradverrückten. Heute montieren wir gemeinsam den Vergaser der Suzuki VS 800 Intruder. Ein 96er Modell haben wir auf dem Tisch. Und bevor es losgeht, zeige ich euch erstmal, was wir an Werkzeug benötigen. Wir brauchen einen Kreuzschlitzschraubendreher in der Größe PH2 und PH1. Dann habe ich hier verschiedene Schlitzschraubendreher auf dem Tisch. Eine kleine kräftige Taschenlampe. Ich habe hier ein Inbusswerkzeug, weil hier schon Inbusschrauben verbaut waren. Wir brauchen ein Silikonspray, einen dünnen Benzinschlauch, einen Gabelringschlüssel in 6 und in 8 mm und dann habe ich hier noch eine Spitzzange und eine Kombizange auf dem Tisch. Und außerdem haben wir hier natürlich schon zwei Reparatursätze und auch zwei neue AirCut-Membrane werden mit verbaut. Ein wichtiger Hinweis noch, bitte schau auf alle Fälle einmal kurz in die Videobeschreibung. Sollte ich vergessen etwas zu sagen oder sich im Nachhinein zu deinem Vergaser noch eine Info ergeben, kann ich das dort nachtragen. Außerdem findest du in der Videobeschreibung eine Mailadresse von einem Profi, zu dem du deinen Vergaser zur Ultraschallreinigung schicken kannst. Weiterhin wird gern gefragt, verdient der Vergaseronkel denn eigentlich Geld damit? Das ist das Coole, wenn du mit den Affiliate-Links die Reparatursätze aus der Videobeschreibung kaufst, unterstützt du unseren Kanal beim Erhalt und beim Wachstum. Außerdem einen Shop mit schneller Lieferung und mit fantastischen Bewertungen. So Freunde, bevor wir richtig loslegen, prüfen wir ein paar Dinge hier auf Durchlass. Dazu habe ich hier den Schlauch, ein Ende habe ich im Mund und das andere Ende setze ich hier dran. Ich zeige euch das nur an einem Beispiel und dann zeige ich euch, wo ihr das überall prüft. Durch diesen Kanal hier bekommt der Choke seinen Kraftstoff. Jawohl, das hört man ordentlich. Und das gleiche macht ihr bitte an dieser Stelle. Ja, dort gibt es eine kleine Öffnung. Dann bitte hier drinnen. Dort gibt es eine Düse. Also auch wieder den Schlauch bündig aufsetzen und horchen, ob dort Durchgang ist. Dann bitte hier oben diese Öffnung. Und dann gibt es noch zwei hier vorne, diese und diese. Wir legen los mit der Montage vom Mischrohr. Und wenn ihr dort mal reinschaut, seht ihr dort diese kleine Nase. Das Mischrohr muss von der anderen Seite hier eingefädelt werden, aber diese Nase ist wichtig, denn das Mischrohr hat hier so eine Kerbe und die muss genau dorthin, wo die Nase ist. Das müsst ihr also sozusagen in die richtige Richtung einfädeln. Ich drehe mir das jetzt hier schon mal richtig hin und dann legt ihr den Vergaser so rum hin, denn von hier aus könnt ihr das sozusagen einfädeln. Ja? Hier ist die Kerbe, auf dieser Seite ist die Nase, also fädle ich das hier ein. So. Und wenn das richtig liegt, dann kann es auch komplett einrasten und durchrutschen. Wenn die Kerbe nicht dort ist, wo die Nase ist, dann geht es nicht komplett rein. Ich halte jetzt hier unten fest mit einem Finger, ja, und dann kommt hier diese kleine Messingschraube drauf. 6 mm Sechskantkopf ist das. Die hält das Ganze hier fest. Damit beginnen wir also. Das mache ich jetzt fest. Denkt beim Festschrauben bitte daran, dass es nur ein kleines Gewinde ist und auch ein recht weiches Material. Also bitte nicht übertreiben. Diese Nase und die Kerbe sind dazu da, dass es sich jetzt sozusagen nicht weiter dreht, dass ihr nicht gegenhalten müsst, weil man würde ja nicht drankommen. Weiter geht's mit dem Schwimmernadelventil. Das sitzt hier. Ich habe jetzt hier insgesamt alle Montageöffnungen mit Silikonspray eingesprüht. Also auch hier und hier, wo die Haupt- und die Leerlaufdüse hinkommen. Auch das Schwimmernadelventil, das Zuflussteil, hat ja hier einen O-Ring. Habe ich auch eingesprüht, dass das hier ordentlich flutscht. Ihr setzt das hier bitte an. So, und dann mit so ein bisschen Hin- und Herbewegung, ich würde fast sagen, massiert man das hier so vorsichtig rein, ja, bitte keine grobe Gewalt, sitzt also drin. Und das wird gesichert von so einer kleinen Kreuzschlitzschraube mit einem breiten Bund, das ist diese hier unten. Ja, die hat also hier wie so eine große Unterlegscheibe mit dran. Und hier neben dem Schwimmernadelventil, ich zeige das nochmal, hier ist also das Gewinde für diese Schraube. So. Und die Schraube sorgt dafür, dass das Schwimmernadelventil, also dieses Zuflussteil, dort in seiner Position bleibt und nicht herausrutschen kann. Im nächsten Schritt montiere ich die Hauptdüse. Die sitzt hier so auf einem Sechskanthalter. Ja,
Der kommt hier drauf auf dieses Röhrchen und wird hier verschraubt. Ihr braucht den 8 mm Gabelringschlüssel und könnt das dann hier festschrauben. Hier der gleiche Tipp, bitte nicht übertreiben, weiches Material, kleines Gewinde, also hier keine Kraftexzesse. So, fest. Und da der Reparatursatz eine neue Hauptdüse mitgebracht hat, könnt ihr hier festhalten und die alte herausschrauben. Ich habe das hier schon vorher gelockert. So, da kann die alte Hauptdüse weg. Und wir schrauben hier die neue ein. Und dann kommt hier an dieser Stelle gleich noch die Leerlaufdüse. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich an der Kamera gewackelt. So, die Leerlaufdüse, das ist diese hier. Die haben wir ja auch neu mit dabei. Die wird montiert hier genau daneben. Und zwar an dieser Stelle. Achtet bitte darauf, dass ihr hier ein gut passendes Werkzeug verwendet, dass ihr den Schlitz nicht beschädigt. In dem Messing geht das schnell und dann gibt es natürlich ein Problem beim späteren wieder herausschrauben. So, das haben wir jetzt erledigt und dann geht es gleich weiter mit dem Schwimmer. Es geht weiter mit dem Schwimmer. Der Schwimmer hat hier diese kleine Metallzunge und an diese Zunge hängen wir das Schwimmernadelventil. Das hat hier so einen kleinen Draht, den fädelt ihr hier durch. So, und dann hier drauf. Dann hängt das dran. Und jetzt könnt ihr den Vergaser ein bisschen schräg legen, weil das Schwimmernadelventil muss ja hier in dieses Zuflussteil hinein. Oh, das ist so ein bisschen tricky, das hier einzufädeln. Zack. Dabei darf es nicht runterfallen. Und jetzt wird der Schwimmer gesichert mit dieser kleinen Steckachse. Achtet bitte darauf, dass die ordentlich sauber ist. Das muss sehr, sehr leicht gehen. Bitte hier nicht mit Gewalt arbeiten, nicht mit einer Zange reindrücken. Sonst habt ihr beim nächsten Mal das große Problem, dass es nicht mehr herausgeht. So, ich muss das hier mal in Position bringen. Sekunde. So, die Werte für den Schwimmerstand findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ist sehr, sehr aufwendig bei der VS800, weil es da sehr viele unterschiedliche Baujahre mit unterschiedlichen Vergasern und demzufolge unterschiedlichen Schwimmerständen gibt. Ich versuche das zusammenzufassen. Könnt ihr dazu was ergänzen oder seht ihr was Falsches? Bitte schreibt einfach mal einen Kommentar, weist mich darauf hin. So, hier sind wir fertig. Der Deckel kann jetzt drauf. In den Deckel haben wir bereits hier eine neue Dichtung eingelegt. Die war selbstverständlich im Reparatursatz mit dabei. Der Deckel kommt so drauf und dann gibt es hier wieder 1, 2, 3, 4 Schrauben. Bei euch sicherlich Kreuzschlitz. Ich habe hier schon Inbusschrauben, habe den Vergaser schon so bekommen. Das schraube ich jetzt zu und dann geht es weiter. So, wir machen weiter mit dem AirCut-Ventil. Das ist dieses hier. Da haben wir hier ein ganz neues. Ich habe alles vorher mit Silikonspray eingesprüht, das Ventil und den Sitz. Das kommt hier hinein. Diese kleine Lasche muss hier drüber liegen. Ihr schaut bitte, ob das hier auch richtig in dieser Nut sitzt, beziehungsweise so gut hier liegt, dass das in die Nut reinrutscht, wenn wir den Deckel aufsetzen. Hier kommt jetzt diese kleine, aber kräftige Feder drauf und dann der Deckel. Diese Nase hier von dem Deckel muss hier drüber, wo die, die Membran diese Verlängerung hat. So, da muss man schon ganz ordentlich drücken. Achtet bitte darauf, man merkt es ganz gut, dass die Nase von der Membran hier auch in diese Nut hereinrutscht. Und dann gibt es hier drei Schrauben, 1, 2 und hier hinten eine noch, 3. Die schraubt ihr dann herein und dann geht es weiter. Die Nadel habe ich jetzt hier im Schieber schon montiert, aber eine neue im Reparatursitz enthalten. Wie das geht, zeige ich wieder bei dem zweiten Vergaser. Da habe ich ja auch gezeigt, wie man das zerlegt. Jetzt müsst ihr hier bitte darauf achten, dass die Membran hier so eine Nase hat. Und dafür gibt es hier eine Aussparung. Hier bei dem sogar mit einem kleinen Messingröhrchen. Bei dem zweiten ist es nur so angedeutet. So, ihr setzt den Schieber jetzt hier rein und müsst darauf achten, dass ihr mit der Teillastnadel unten, ich zeige das mal, hier auch in den Düsenstock, also in den Zerstäuber hier trifft. Moment, ich muss das hier so ein bisschen einfädeln. So, dort muss das hinein. Ich habe das vorher natürlich alles mit Silikonspray eingesprüht. So, und jetzt drehe ich mir die Membrane so, dass die Nase hier in der dementsprechenden Aussparung sitzt. Kleines Stückchen noch. So.
und dann muss der Rand hier in die Nut vom Vergasergehäuse eingesetzt werden. Das muss hier ordentlich passen. Wenn das nicht passt, findet ihr bei den Videos auch einen Lösungsvorschlag, was kann man da machen, wenn die Membran ausgetrocknet ist und sozusagen dadurch ein wenig geschrumpft. Und jetzt kommt hier die große Feder hinein. Die sitzt hier nur lose drin und ihr müsst bitte aufpassen beim Aufsetzen des Deckels. Dieser hier hat hier so eine kleine Aussparung. Dort. Die muss hier auf diese Seite, wo auch die Nase in der Membran ist. Ja, also das gehört hier dort drüber. Und bei der Feder könnt ihr bitte darauf achten, dass die sich nicht verklemmt, dass ihr die schon so weit wie möglich sozusagen hier unten in den Schieber reinsteckt. Diese kleine Nase hier oben im Deckel soll sozusagen die Feder gegen Verrutschen festhalten und dann vorsichtig den Deckel montiert. Wenn man das nicht macht, kann es sein, dass die Feder sich verkantet und der Schieber dann nicht leichtgängig ist. So, jetzt gibt es hier wieder schön festhalten. 1, 2, 3, 4 Schrauben. Die schraubt ihr rein und dann ist der Deckel drauf. Nach dem Reinschrauben bitte unbedingt prüfen, wie läuft der Schieber. Ja, ist das hier alles beweglich? Er kommt auch, das ist normal, dass er so ein bisschen langsamer runterkommt. Das bedeutet also auch, dass die Membran ganz ist und auch überall richtig sitzt. So, wenn ihr hier mal reinschaut, hier gibt es eine Luftdüse, die man herausschrauben kann. Die war tatsächlich auch im Reparatursatz neu mit dabei. Die Ausstattungen der Reparatursätze sind immer recht unterschiedlich. Also schraube ich die natürlich raus und montiere die neue. Bitte hier auch ganz vorsichtig passenden Schraubendreher mit ein bisschen Druck nach unten und einem kleinen Ruck arbeiten, wenn ihr die löst. Das ist tatsächlich nur eine ganz, ganz kleine Düse. So, die lasse ich hier mal rausplumpsen. Das ist die alte und hier ein Stückchen daneben, hier liegt die neue. Und die schraube ich dort jetzt herein. Und dann haben wir im letzten Schritt nur noch die Leerlaufgemischschraube zu montieren. So, letzter Schritt, die Leerlaufgemischschraube, das ist diese hier. Hier seht ihr die nochmal einzeln. Das ist die korrekte Montagereihenfolge. Die Schraube selbst mit der Spitze, eine Feder, dann kommt eine Scheibe und ein O-Ring. Hier habe ich das schon zusammengesetzt. Und wenn ihr das jetzt montiert, das kommt hier hinein, hier oberhalb der Drosselklappenwelle, gibt es diese Montageöffnung dafür. Dann legt euch den Vergaser am besten so hin, dass ihr das in der waagerechten montieren könnt. Denn wenn die Scheibe und der O-Ring vielleicht abrutschen, dann liegt es da sozusagen vorne drinne und könnte dort sich verkanten. Also fummel ich das hier sozusagen möglichst in der waagerechten hinein. So. Und schraube das dann rein. Ihr wisst, auf Anschlag reinschrauben und eine gewisse Anzahl an Umdrehungen heraus. Ich versuche das für die verschiedenen Baujahre in der Videobeschreibung zu vermerken. Bitte macht vorsichtig beim Festschrauben. Bitte nicht zu fest, wenn die kleine Spitze abbricht und im Vergasergehäuse stecken bleibt, dann habt ihr keinen Vergaser mehr, sondern einen tollen Briefbeschwerer. Da stehen die Chancen höchstens 50-50, das wieder gerichtet zu bekommen. So, auch bei diesem Vergaser nehmen wir wieder den kleinen Schlauch und schauen mit Luft durchpusten, ob hier Durchgang besteht. Dieses Röhrchen ist die Steigleitung für den Kraftstoff zum Choke. Stecke ich hier drauf und puste. Jawohl, das passt. Und die anderen zeige ich euch wieder, wo ihr das Gleiche probiert. Und zwar bitte hier vorne an dieser und an dieser Stelle. Dann hier oben, hier. Und kriegen wir das hier? Schauen wir dort unten. Da gibt es eine Öffnung. Dort bitte. Oh, war ich zu schnell? Dort. Ja, sieht man. Dort. Und bitte hier. Da muss überall die Luft durchgehen und dann geht's los mit der Montage. Hier legen wir ebenfalls los mit dem Mischrohr. Auch hier gibt es wieder so eine Nut im Material, ja, so eine flache Stelle, seht ihr dort. Und hier sieht man schön von außen, dass an dieser Stelle diese kleine Nase dort hineinschaut. Ja, da ist das kleine Messingteil zu sehen. Ihr dreht den wieder so, dass ihr hier mit der Zange von oben einfädeln könnt. Und haltet den Düsenstock schon so, dass das in etwa hinkommt mit der Richtung von dieser Nut. So. Und jetzt wird das hier vorsichtig eingefädelt. Bitte keine Gewalt anwenden. Und wenn das richtig ausgerichtet ist, rutscht das auch rein. Nein, das ist noch nicht richtig ausgerichtet. Jetzt.
Jetzt seht ihr, geht es auch bis hier oben hin und dass es nicht wieder nach unten rausrutscht, wenn ich hier loslasse, ja, seht ihr das? Würde das herausrutschen, montieren wir gleich als erstes die Hauptdüse. Die Messingscheibe, die wir nicht vergessen dürfen, ist im Reparatursatz neu enthalten. Und ebenso gibt es hier eine nagelneue Hauptdüse. Die schrauben wir hier rein und damit ist das gegen das Herausfallen schon wieder gesichert. So, setze ich jetzt an. Super, verdrehen kann sich's nicht. Dazu haben wir ja diese kleine Nase im Material noch festschrauben. Und dann geht es gleich weiter mit dem Schwimmernadelventil. Hier haben wir das neue Schwimmernadelventil. Das habe ich hier ordentlich eingesprüht mit Silikonspray, auch die Montageöffnung natürlich. Hier seht ihr ja diesen O-Ring dort an der Seite. Den dürfen wir nicht kaputt machen. Also, so wie bei dem anderen Vergaser auch, ansetzen und hier so mit leichten Bewegungen vorsichtig Druck ausüben. So, jetzt sitzt es drinne, schließt also bündig ab mit seinem Sitz. Und damit es nicht herausrutschen kann, gibt es hier ebenfalls auch wieder so eine kleine, können wir vielleicht nochmal schauen, so eine kleine Schraube mit so einem ganz breiten Bund, ja, wie eine Unterlegscheibe, die da mit dran ist an der Schraube. Und die hält das Schwimmernadelventil in Position. Moment, ich muss mal ein bisschen drehen, so dass ihr das sehen könnt. Und ich muss aber auch gucken, was ich hier mache. So. Schraube festschrauben, denkt dran, ganz kleine Schraube, weiches Material, bitte nicht übertreiben. So. Und jetzt können wir auch schon den Schwimmer montieren. Das ist bei diesem Vergaser, dieser Runde hier. An dem Schwimmer habt ihr diese Lasche. Jawohl, da sieht man das. Und auf diese Lasche fädeln wir das Schwimmernadelventil mit seinem kleinen Drahtbügel. So. So, dass es dann hier letzten Endes frei beweglich dranhängt. Und wir brauchen noch den Stift. Das könnt ihr bitte vorher mal überprüfen. Der Stift gehört hier rein und zwar von dieser Seite. Von der Seite geht es nicht, weil der Anschluss hier stört. Und das muss leicht gehen. Ja? Wenn das also nicht leicht genug geht und sich hier nicht leicht ein- und wieder rausfädeln lässt, dann überprüft bitte nochmal, ob der Stift auch richtig sauber geworden ist im Ultraschallbad, ob die beiden Öffnungen sauber sind und ob er nicht verbogen ist. Das passiert nämlich leider auch oft und dann klemmt der und dann lässt sich das nicht montieren. So, das Schwimmernadelventil muss hier in sein Zuflussteil hinein. Und wenn das der Fall ist, dann kann dieser kleine Stift hier montiert werden, der den Schwimmer als Achse festhält. So, alles in Position bringen. Genau, und genauso leicht muss das hereinrutschen. Schwimmerstand findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann haben wir im nächsten Schritt hier aus dem Reparatursatz die nagelneue Leerlaufdüse. Die kommt hier hinein. Dort lasse ich die jetzt hier reinfallen. Nehmt bitte einen gut passenden Schraubendreher, sonst könnt ihr ganz schnell diesen kleinen Schlitz in dem weichen Material zerstören. Und die dort dann wieder rauszubekommen, ist eine wirklich spannende Aufgabe. So, nicht zu festmachen. Dann haben wir hier natürlich eine neue Dichtung, die wir hier nutzen. So, das kleine Röhrchen für den Choke wird hier eingefädelt. Ja, und da kann er drauf, der Deckel. Ach so, halt, Moment, ich habe noch eine Sache vergessen, ganz, ganz wichtig. Bei diesem Deckel müsst ihr bitte prüfen, seht ihr dort unten dieses Loch, ja, von dort muss nach hier Durchgang sein. Also hier bitte auch nochmal den Schlauch draufsetzen oder aber leuchten. Wir nehmen mal hier die kleine Taschenlampe und ich versuche mal, dass wir das sehen können. Dort, jetzt war es zu sehen. Dort ganz unten ist eine winzig kleine Düse, seht ihr die? Und die regelt die Kraftstoffzufuhr für den Choke. Die muss frei sein, ansonsten funktioniert der Choke nicht. So, und dieser Schacht wird hier auf das kleine Messingröhrchen gesetzt. So. Und dann kommen die vier Schrauben rein. 1, 2, 3, 4 und dann geht es weiter. So, nächster Schritt, das AirCut-Ventil wird wieder montiert. Auch hier habe ich alles ordentlich mit Silikonspray eingesprüht. Das neue Ventil wird hier montiert und ihr seht, auch das hat wieder diese etwas verlängerte Zunge. Die muss hier genau in die Nut hineingelegt werden. Hier haben wir
die Feder. Und bei diesem Vergaser ist hier ein Kunststoffdeckel. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, warum hier zwei unterschiedliche Deckel verbaut sind. Vielleicht wurde hier auch mal was geändert. Ist gut möglich, dass das bei euch ein bisschen anders aussieht, aber das Funktionsprinzip ist ja das gleiche. Hier kommen jetzt zwei Schrauben rein, bei dem anderen waren es drei. Vielleicht habt ihr tatsächlich einen anderen Deckel mit drei Schrauben zur Befestigung. So, hier muss man ordentlich kräftig gegenhalten, weil die Feder ganz gut Kraft hat. Schrauben festschrauben und dann zeige ich euch, wie man die Nadel im Schieber montiert. Das hatten wir ja bei der Demontage bei diesem Vergaser gemacht. Und jetzt zeige ich euch natürlich auch wieder, wie ihr das zusammenmontiert. So, wir legen los. Ihr seht dort unten zwei Öffnungen. In die etwas größere kommt die Teillastnadel, die kleinere muss frei bleiben. Durch die kleinere kommt dann der Unterdruck über die Membran. Es geht los mit dieser Feder hier. Die Feder kommt hier in diese Öffnung an dem, das ist jetzt sehr, sehr schwer einzufangen, an diesem großen Loch gibt es sozusagen eine Vertiefung. Vielleicht können wir es nochmal versuchen. Ja, da steht jetzt, dort seht ihr, ich bewege es mal so ein bisschen, da steht die Feder drin. Super, fantastisch. Und jetzt nehme ich mir die Nadel, auch wieder mit der Spitzzange. Die Nadel ist montiert. Hier unten ist eine Scheibe drunter. Hier ist der Clip, der die Position der Nadel bestimmt. Und hier oben drauf liegt eine Nylonscheibe. Das ist die korrekte Montagereihenfolge. Und das versuche ich jetzt hier so zu nehmen, dass ich das einfädeln kann, ohne dass die Feder hier herausfällt. So. So könnt ihr das sehen. Sehr schön. Die Membran habe ich mir vorsichtig nach unten gefaltet, dann habe ich hier Platz. So, und jetzt ziehe ich an der Nadel ein wenig, wir müssen nochmal schauen, ziehe ich an der Nadel ein wenig, dass ich die sozusagen hier nach unten bewegen kann. Und dann muss ich die hier unten festhalten, bitte nicht verbiegen. Und jetzt muss das kleine Sicherungsblech drauf, und zwar hat das Sicherungsblech hier und hier die Löcher für die Schrauben. Und diese Aussparung hier muss dort sein, wo das Loch ist, was sozusagen offen bleiben muss, dass der Unterdruck auch hier nach oben, oberhalb der Membrane, hingelangen kann. So, ganz wichtig zu dieser Scheibe, das müsst ihr bitte beachten, dort an dieser Stelle, sieht man das, ja, sieht man, gibt es so eine ganz kleine Vertiefung. Auf der anderen Seite guckt dort eine ganz kleine Nase raus. Die Nase muss nach unten und die Vertiefung muss nach oben zeigen. Ansonsten stimmt dieser Abstand zwischen den Schraubenlöchern und dieser Öffnung für das Loch, was offen bleiben muss, nicht. Das ist also ganz wichtig. So, jetzt fädle ich das ein und dann geht es weiter. So muss das aussehen, Freunde. Die beiden Schraubenlöcher sind jetzt die quasi, ich zeige es mal, das und das. Und dieses dort, das muss frei bleiben, da darf nichts hinein. Und jetzt habt ihr die ehrenvolle Aufgabe, dort diese winzig kleinen Schrauben anzusetzen. Das geht vielleicht ganz gut mit einem magnetischen Schraubendreher oder ihr macht das wie ich und setzt das mit der Spitzzange an. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil wir können hier nicht zugleich filmen und ich komme mit der Zange ran. Das ist ein bisschen Fummelarbeit. Ihr schafft das, bisschen Geduld und ruhige Hand, nicht so wie ich hier gerade. Und dann funktioniert es. Es geht gleich weiter. So sieht das dann aus, montiert. Ich habe heute wahrscheinlich schon einen Schluck zu viel Kaffee getrunken, deswegen habe ich eben so gezittert. Ja, so muss das aussehen und jetzt geht es weiter. Ich mache die Membrane, krempel hier wieder vorsichtig nach oben. Jetzt wird der Schieber nochmal mit Silikonspray eingesprüht. Und dann kommt er auch schon an seinen Platz. Also von oben einfädeln. Dort unten seht ihr wieder den Zerstäuberkopf. Da muss die Teillastnadel hinein, also ihr könnt von hier vorne einfach schauen, dass ihr das hier passend einfädelt. Wenn es nicht passt, die Nadel sitzt ja dort so ein bisschen federbelastet und kann sich in gewissem Maße bewegen, dann einfach hier ganz vorsichtig mit einer Spitzzange, also wirklich vorsichtig, bitte keine Kratzer machen, an der Nadel helfen. So, und jetzt müsst ihr hier oben wieder schauen, auch diese Membran hat hier diese kleine Nase dran und dafür gibt es hier an dieser Stelle die passende Aussparung. Da dreht ihr das hin. So. Dann muss die Nut von der Membran, also der Rand von der Membran, muss hier in die Nut vom Vergasergehäuse gebaut werden, also richtig reingelegt werden. Gucken, dass es überall ordentlich drin liegt.
Dann nehmt ihr die Feder und wie beim anderen Vergaser auch, bevor ihr den Deckel aufsetzt, schon so viel wie möglich von der Feder hier nach unten drücken. Sonst kann die sich hier verkanten. Dieser Deckel hat übrigens keine Aussparung wie der andere. Ja, also den könnt ihr einfach draufbauen. Hier gibt es auch unter dieser kleinen Nase in der Membran kein Röhrchen. Das heißt also, Deckel aufsetzen. Diese Nase hier im Deckel dient als Sicherung für die Feder, dass die Feder nicht verrutschen kann. Natürlich gibt es hier auch ein rechts und ein links. Entschuldigung. So. Deckel ist drauf. Bitte, wenn der Deckel drauf ist, schon einmal festhalten und hier von vorne mal probeweise schauen. Bewegt sich der Schieber ordentlich? Jawohl, das tut er. Also 1, 2, 3, 4 Schrauben herein und weiter geht's. Jetzt ist die Gemischschraube dran. So sieht die komplett montiert aus. Hier nochmal im Einzelnen die Reihenfolge. Die Schraube selbst, die Feder, die Scheibe und ganz vorne der O-Ring. Das wird auch hier bei diesem Vergaser hier montiert. Diese Montageöffnung ist oberhalb der Drosselklappenwelle. Und auch hier lege ich mir das so hin, dass ich sozusagen in der waagerechten montieren kann. Bitte seid vorsichtig mit der Schraube. Diese kleine Spitze ist ganz schnell zerdrückt. Und dann gibt es ein großes Problem. Manchmal, so wie hier, ist der O-Ring ziemlich, weil der eben noch so frisch ist, lässt sich das hier manchmal ein bisschen schwer reindrücken. So ist hier auch der Fall. Der muss da halt durch das Gewinde durch. Ansonsten wieder reinschrauben, die richtige Anzahl an Umdrehungen heraus. Ich fasse euch das in der Videobeschreibung zusammen. Jetzt greift das hier wunderbar. Und dann haben wir auch in diesem Reparatursatz noch diese eine Luftdüse hier ganz vorne mit dabei. Das zeige ich euch jetzt noch zum Schluss. Und zwar ist das diese hier, die kann man herausschrauben. Ich zeige euch die Düse auch noch. Bitte sehr, das ist diese kleine. Die tausche ich jetzt natürlich noch. Das schafft ihr alleine, das ist ja gar kein Problem. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es Fragen oder Anregungen gibt, scheut euch nicht. Schreibt einfach mal was in die Kommentare, freue ich mich drüber. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein Like und ein Abo von dir. Ich wünsche viel Spaß und viel Erfolg beim Projekt. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.